Guten Tag miteinander und willkommen zurück. Heute möchte ich gerne mit euch drei, vier Seiten aus Wunder der Seelenheilung vorlesen. Seite 81. Hier geht es um die fünf Elemente, um die fünf Elemente Lehre aus der traditionellen chinesischen Medizin. Was sind die fünf Elemente? Wie stehen sie untereinander in Beziehung? Was sind die Yin- und Yang-Organe und mehr? Ich möchte gerne die Leber. Beginnen mit die Leber. Was ist die Leber? Was sind die Aufgaben der Leber? Und im nächsten Video machen wir dann eine Übung, Soul Healing Übung zur Verjüngung, Stärkung und Selbstheilung der Leber und all ihren Funktionen, plus den zusammenhängenden Organen wie Gallenblase, wie die Sehnen, wie die Augen und wie der emotionale Körper von Wut. Du kannst dich gemütlich hinsetzen und horchen. Die Leber. Die Leber befindet sich im rechten Oberbauch unterhalb des Zwerchfells. Die Leber ist das Zangorgan, Klammer Hauptorgan des Elementes Holz. Die Gallenblase ist das Fuorgan des Elementes Holz. Zangorgan bedeutet Yin-Organ, Fuorgan ist das Yang-Organ. Die Meridiane der Leber und der Gallenblase sind innerlich und äußerlich verbunden. Erstens. Die Leber speichert und reguliert das Blut. Normale Bedingungen. Ruht oder schläft der physische Körper, benötigt er weniger Blut. Der größte Teil des Blutes verbleibt in der Leber. Wenn der physische Körper sich betätigt oder energische Bewegungen macht, benötigt der Körper mehr Blut. Die Leber gibt ihr angelagertes Blut frei, um dem Bedarf zu genügen, der bei den körperlichen Aktivitäten entsteht. Gestörte Bedingungen. Funktioniert die Speicherung und Regulierung des Blutes nicht gut, kann dies Seheintrübungen, Zuckungen, Krämpfe in den Sehnen und Muskeln, fehlende Geschmeidigkeit und Beweglichkeit in den vier Gliedmaßen, geringe oder ausbleibende Menstruation zur Folge haben. Zweitens. Die Leber reguliert und unterstützt den Qi- und Blutfluss. Diese Leberfunktion hat drei Aspekte. A. Die Regulierung der Emotionen. Das Herz ist das zentrale Organ, das den Geist beherbergt und Emotionen trägt. Die Leber wirkt ebenfalls auf die Emotionen ein. Normale Bedingungen. Reguliert und unterstützt die Leber den freien Blut- und Qi-Fluss optimal, fühlt man sich glücklich, ruhig, friedvoll und ausgeglichen. Gestörte Bedingungen. Reguliert und unterstützt die Leber den freien Qi- und Blutfluss nicht ausreichend, kann dies Depressionen, Ängste, Weinen, Paranoia, Rülpsen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Ungeduld, Reizbarkeit, Unruhe und vieles mehr zur Folge haben. B. Die Unterstützung der Verdauung und Aufnahme von Nahrung. Normale Bedingungen. Reguliert und unterstützt die Leber den freien Qi- und Blutfluss optimal, hilft sie der Milz, die Nahrungsessenz und das Wasser aufwärts zu befördern. Sie unterstützt den Magen, den Nahrungsinhalt abwärts zu befördern. Und die Gallensekretion unterstützt sie so, dass die Funktion der Verdauung und Absorption normal sind. Gestörte Bedingungen. Unterstützt die Leber nicht ausreichend bei der Verdauung und Absorption? Kann dies Appetitlosigkeit, Verdauungsstörung, Durchfall, bitteren Geschmack im Mund, Gelbsucht, Verstopfung und vieles mehr zur Folge haben. C. Die Unterstützung des freien Qi- und Blutflusses. Normale Bedingungen. Normalerweise spielen das Herz und die Lungen eine wesentliche Rolle für den Qi- und Blutkreislauf. Die Leber besitzt jedoch die Fähigkeit, den freien Qi- und Blutfluss zu regulieren und zu erhalten und verhindert so die Stagnation von Qi und Blut. Gestörte Bedingungen. Unterstützt die Leber den freien Qi und Blutfluss nicht, kann die Schmerzen oder eine Anschwellung der Brüste, des oberen Bereichs der Rippen, schmerzhafte oder unbewegliche Masse im Oberbauch oder Menstruationsbeschwerden, schmerzhaft oder ausbleiben und vieles mehr zur Folge haben. Also bis jetzt haben wir die Leber. Erstens, die Leber speichert und reguliert das Blut. Zweitens, die Leber reguliert und unterstützt den Qi- und Blutfluss, die drei Punkte. Und jetzt drittens, die Leber reguliert und kontrolliert die Sehnen und manifestiert sich in den Finger- und Zehennägeln.
In der traditionellen chinesischen Medizin bedeutet die Regulierung und Kontrolle eines Zhang-Organs, dass das Organ lebenswichtig für den Qi- und Blutfluss der dazugehörigen Körpergewebe ist. Beispielsweise brauchen die Sehnen sowie Finger- und Zehennägel die Nährstoffe aus dem Qi und dem Blut. Das Blut der Leber nährt die Sehnen sowie die Finger- und Zehennägel. Deshalb ist die Leber das zentrale Organ für die Regulierung und Kontrolle der Funktion der Sehnen sowie der Finger- und Zehennägel. Normale Bedingung: Das Blut der Leber nährt die Sehnen und erhält deren gesunde Funktion aufrecht. Die Sehnen verbinden die Gelenke und Muskeln, sie regulieren und kontrollieren die Bewegungen der vier Gliedmaßen. Gestörte Bedingung: Funktioniert die Leber nicht einwandfrei, kann diese Unterversorgung der Sehnen, Taubheit in den Gliedmaßen, verlangsamte Bewegungen der Gelenke, ein Zittern in den Händen und Füßen und vieles mehr zur Folge haben. Ist das Blut der Leber von geringer Qualität, werden die Finger- und Zehennägel weich, dünn und brüchig. Okay, und noch Nummer 4. Der Lebermeridian öffnet sich in den Augen. In der traditionell chinesischen Medizin hat jedes Zhang-Organ eine Funktion, die sich in einem Sinnesorgan öffnet. Beim Element Holz öffnet sich die Leber in die Augen. Das bedeutet, dass der Lebermeridian mit den Augen verbunden ist. In der Allopathie, westlichen Medizin, sind die Leber und die Augen vollkommen getrennte Organe. Dennoch sind sie durch die Meridiane, den Leitungsbahnen des Qi, miteinander verbunden. Normale Bedingungen: Das Blut der Leber nährt die Augen und gewährleistet die normale Augenfunktion und eine klare Sicht. Gestörte Bedingungen: Mangelndes Blut der Leber verursacht Seheintrübung, Nachtblindheit und trockene Augen. Genau, das waren mal die vier Punkte, was die Leber ist und was die Hauptaufgaben der Leber sind nach traditionell chinesischer Medizin. Im nächsten Video werden wir angucken, dass Soul Healing, also Seelenselbstheilung, für die Leber und das Element Holz. Wir werden gleich damit weitermachen. Das war jetzt mal, um kennenzulernen. Wow, die Leber, die tut also das Blut aufbewahren. Ist also wie ein Schwamm oder wie ein Blutaufbewahrungsgefäß. Sehr interessant. Okay. Energie und Qi-Fluss. Okay, in die Sehnen und in die Fingernägel manifestiert sich die Leber. Okay, an den Nägeln kann man also sehen, wie die Leber, wie sie geht. Okay, die Leber öffnet sich in die Augen. Ah, interessant. Und jetzt, wenn man das mal sieht, wie wichtig die Leber ist fürs gesamte Leben, macht es umso mehr Freude, eine Selbstheilungsübung zu machen, um die Leber zu verjüngen. Alle Holzelementanteile zu verjüngen, zu stärken, zu selbstheilen und mehr. In dem Fall, schönen Tag noch und bis zum nächsten Video. Tschüss!